Wenn Sie sich in gerechter Weise zurückerinnern, dann hat es eigentlich die entscheidenden Steuersenkungen, und zwar in einem Volumen von mehr als 60 Milliarden Euro, unter einer sozialdemokratischen Regierung gegeben. Mit der Senkung des Spitzensteuersatzes, mit der Senkung des Eingangssteuersatzes, mit der Senkung der Unternehmenssteuern, auch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die Halbierung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Auch das waren Entscheidungen, die wir damals getroffen und durchgesetzt haben. Applaus